Letztes Jahr, glaube ich, waren es 46.000, die hier waren, hinter der Königsbildner Arena. Dieses Jahr sind es noch ein paar mehr. Hast du die 50 geschafft? Ja, ja, wir haben also den Besucherrekord geknackt. Wir sind also wirklich über 50.000. Ich bin sehr überwältigt. Das ist Wahnsinn. Das zeigt mir einfach nur, dass das Ruhrgebiet total schlagerverrückt ist. Und Hut ab. Du hast ja hier heute auch, und die hast du auch bei vielen Veranstaltungen mit dabei, Beatrice Egli mit dabei. Das ist ja auch mal wieder eine ganz neue Nummer, um Schlager hier noch mal neu zu etablieren, auch gerade bei jungen Leuten, oder? Ja, die Beatrice Egli ist super. Ne? Also da gibt es keine zwei Meinungen. Sie ist einfach ein Star. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe mit Dieter Bohlen ein Gespräch gehabt, habe ihm gesagt, jetzt habt ihr endlich mal nach 10 Jahren einen echten Superstar gefunden. Wird auch mal Zeit. Weil ich glaube einfach, dass sie in den nächsten Jahren auch noch riesig stattfinden wird, wenn sie keine großen Fehler macht, weil sie sehr gut ankommt bei den Leuten und nicht irgendwie arrogant wirkt und so super singen kann. Und sie hat einfach das gewisse Etwas, die Aura, wenn sie auf die Bühne kommt, passiert was. Ich freue mich drauf. Ich lebe gerade meinen Traum und bin absolut verliebt in mein Leben und genieße es komplett. Darf jeden Tag auf verschiedenen Bühnen stehen. Wenn gerade nicht auf der Bühne bin, ich in den Proben für die Tour, die ab Oktober losgeht mit Liveband. Es ist einfach echt für mich alles noch echt wie ein Wunder und unglaublich. Du bist bei uns in kürzester Zeit, ich glaube in 2 Wochen, in den Charts auf Platz 2 hochgestiegen, also bei den Ballermann Radio Charts. Über dir ist nur noch Matthias Reim mit Einsamer Stern, auch ein schönes Lied, aber ja, wir warten im Moment immer drauf, ob es noch ein weitergeht. Was glaubst du? Oh, schwierig. Ich bin glücklich, dass es überhaupt so weit in den Charts oben ist und freue mich, dass es auch vielleicht noch ein bisschen länger hält generell. Aber mal gucken, was passiert. Norman Langen habe ich vorhin hier stehen gehabt und wir haben auch noch mal so ein bisschen philosophiert über DSDS, über was wird aus DSDS in Zukunft. Wird es vielleicht ein Deutschland sucht den Schlagerstar? Kannst du dir vorstellen, dass sowas wirklich passiert? Nein, das wird ganz sicher nicht passieren. Das Schöne an DSDS ist ja, sie sind offen gegenüber jeder Musikrichtung. Und jedes Jahr gewinnt so ein anderer Typ, andere Richtung. Und das macht sehr spannend. Das macht das Format aus. Und deswegen bin ich mir sicher, dass das nicht passieren wird. Du warst eben auf der Bühne Ja. Und hast echt die Bühne gerade wieder gerockt. Das ist eine super Stimmung draußen, oder? Es ist eine absolute super Stimmung. Vor allen Dingen war ich natürlich nochmal sehr, sehr aufgeregt. Also es war für mich auch sehr ungewöhnlich, weil ich bin heute das erste Mal auch als Moderator vor Ort und das habe ich ja noch nie getan. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war im Februar in Friedrichshafen. Da haben wir über Beatrice Egli gesprochen. Das war die zweite Motto-Show gewesen. Und ich habe dich gefragt, was du von ihr hältst und du hast sie da auch schon kennengelernt. Jetzt ist Beatrice Egli DSDS-Gewinnerin. Ja. Was sagst du dazu? Was sage ich dazu? Ich sage, Deutschland sucht den Superstar. Deutschland hat endlich den Superstar gefunden, der Deutsch singt. Und ich finde das klasse. Das habe ich ja bei mir in der Staffel auch immer gesagt. Dass ich es sehr schade finde, dass der Gewinner von Deutschland sucht den Superstar mehr oder weniger dazu verdonnert wird, Englisch zu singen. Und ich finde es absolut klasse. Ich denke, dass das auch ganz klar zeigt, dass im Jahre 2013 die Leute einfach für Schlager offen sind und dass der Schlager einfach nicht mehr so altbacken ist, wie er oft verkauft wurde. Ja. Der Schlager ist modern. Wir haben internationale Sounds in unseren Liedern. Und Beatrice hat es ganz klar gezeigt und bewiesen. Kannst du dir vorstellen, mal irgendwann mit ihr zusammen zu singen? Natürlich, also ich meine, Beatrice sieht gut aus, sie kann toll singen, also ich wäre ja blöd, wenn ich als Mann sagen würde, mit ihr ein Duett zu machen, geht nicht. Weiß man nicht. Wir erleben hier so langsam dann doch den ein oder anderen DSDS-Teilnehmer, der dann wirklich richtig viel Erfolg hat. Letzte Sache noch, was steht jetzt die nächste Zeit an? Gut, die Olé-Veranstaltung ist klar, du bist, glaube ich, ich weiß nicht, ob auf jeder, aber auf ziemlich vielen dabei. Was gibt es darüber hinaus die nächste Zeit? Nee, ich habe 120 Live-Auftritte dieses Jahr, viel Fernsehpräsenz und wir machen uns natürlich jetzt schon Gedanken, wie eventuell das dritte Album heißen könnte, aussehen könnte, sich anhören könnte. Wann wird es soweit sein ungefähr? Kann man schon was sagen? Ich denke, man wird es mitbekommen, wenn ich ein drittes Album auf den Markt schmeiße. Ich bekomme ja sowieso so viele Unterstützung von außen und ohne euch, ganz ehrlich, kannst du der beste Künstler sein, du wirst keinen Erfolg haben. Deswegen bin ich ganz stolz auf euch. Dankeschön, super. Danke dir. Alles Gute, viel Spaß noch. Ja, danke ebenso. Tschüss. Ciao. Und sein. Was könnte schöner sein? Was auch passiert,